Kinder, die wegen eines angeborenen Herzfehlers am offenen Herzen operiert werden müssen, werden dabei meist an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Leider verursacht dieser künstliche Blutkreislauf gewisse Schäden bei verschiedenen Zellen im Körper, etwa den Blutzellen. Zu ihrem Schutz setzen die Zellen ein Protein frei. Es schützt innerhalb der Zelle, außerhalb kann es aber eine Entzündungsreaktion verursachen. Die Kinder, die so ein Kapillarleck-Syndrom, das ist der Fachbegriff dafür, die das entwickeln, liegen signifikant länger auf der Intensivstation. Die brauchen dann Drainagen, die haben Flüssigkeitsansammlungen auch in der Lunge, im Bauchraum. Wir müssen dann Medikamente geben, damit wir das Wasser aus dem Körper der Kinder bekommen. Also es bedingt einen deutlich längeren Intensivaufenthalt und es bedingt höhere Medikation. We want to prove that this particular protein causes. Wir wollen beweisen, dass dieses Protein tatsächlich entscheidend ist für diese Entzündungsreaktion. So what we're doing in this project. Deshalb nehmen wir vor, während und einige Stunden nach der Operation Blut- und Urinproben von den Patienten. And hours after the operation, as well as urine at the same time point. And what we do is then we isolate. Wir isolieren das Protein aus diesen Proben und bringen es mit menschlichen Immunzellen in Kontakt. And look at the response in the immune cells. And if we can see the response in immune cells. Wenn wir dann eine Reaktion beobachten können, haben wir den Beweis, dass genau dieses Protein die Entzündung verursacht und damit auch die Basis für eine Therapie. A therapy against it, some kind of treatment against it. Wir sind noch im experimentellen Stadium, aber unsere bisherigen Ergebnisse machen uns zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft eine solche Therapie entwickeln können. Das Ziel sehen wir. Wir haben das Ziel vor Augen. Das ist, unseren Kindern mit einem komplexen angeborenen Herzfehlern die Zeit in dem Krankenhaus möglichst zu reduzieren und die Komplikationen zu vermindern.